Dies ist die zweite Version des Videos. Die erste Version wurde gesperrt in Deutschland. Nur in Deutschland, sonst überall geht's. Die Begründung kommt am Ende. Eure Videos. Tag, liebe Gemeinde. Willkommen zu Folge 92. Ja, wenn sich meine Stimme anders anhört, ich bin erkältet. Aber zu Beginn setzen wir erstmal Rauchzeit. Alter! Der Elbtunnel in Hamburg, da gibt es mehrere Spuren, da gibt es mehrere Röhren. Aber was die alle gemeinsam haben, du fährst auf der einen Seite rein und alle kommen auf der anderen Seite wieder raus. Es ist jetzt nicht so, als würde da zwischendrin irgendwo so ein Knick abgehen und dann kommst du bei der einen Röhre plötzlich in Polen raus oder so. Also es ist wurscht, wo du fährst. Oh, da läufst du weg. Bruder muss raus! Eine berechtigte Frage. Ich hab's vielleicht schon mal gesagt, aber dicht, dichter, nicht ganz dicht. Huch, wo kam der denn noch her? Nee, aber mal im Ernst, würdet ihr bei solchen Ballerköppen bremsen und dahinter bleiben? Nein, bestimmt nicht. Aber rechts vorbei ist verboten, macht das nicht nach. Ein besoffener Typ läuft mitten auf der Straße lang und tritt nach dem Auto und streift sogar den Scheinwerfer. Kaputt gegangen ist nichts, aber man kann ja mal anhalten und nachfragen, was da los ist. Der Fahrer dieser Kamera spricht kein perfektes Deutsch. Anscheinend der Hellblaue auch nicht, ich weiß es nicht genau. Aber der Hellblaue sagt zu dem Kameratypen, bei der ersten Version dieses Videos habe ich an dieser Stelle was anderes erzählt, was in meinen Augen überhaupt nichts Schlimmes ist. Keine Ahnung. Deswegen lösche ich das hier jetzt einfach mal raus und lade das Video nochmal neu hoch. Denn wogegen ich verstoßen habe, wird mir nicht mitgeteilt, ich weiß es nicht. Aber wenn man die Wahrheit erzählt, wie es vorgefallen ist, dann wird es ja gesperrt, wenn es daran liegt. Naja, der Blaue nimmt noch einen Schluck und gibt dennoch einen aus, trifft das Auto aber nicht, alles gut. Und er ist dann weggefahren und ach komm, lass ihn laufen. Man fahr weiter. Wo hast du so eine Halle, du dummer Witz? Panik und dazwischen kam da mal wieder alles vorbei. Hey, ich verstehe. Ich denke, das ist so ruhig bei dir. Ja, warum ist es da so still? Ne? Martin hat andere Probleme. Fahrerflucht zum Beispiel. Der Typ hat nämlich den LKW berührt. Ja, und Fahrerflucht macht richtig Spaß. Da kriegst du Punkte, da kriegst du Fahrverbot. Wenn du Pech hast, nehmen sie dir den Lappen sogar noch weg. Und, ach, was heißt, wenn du Pech hast? Wenn du Glück hast, so eine Leute gehören aus dem Verkehr gezogen. Ganz einfach. Naja, Geldstrafe natürlich auch. Und das geht sogar hoch bis Knast. Du kannst dafür eingesperrt werden. Ach, endlich mal gut regeln. Hier auf dem Foto könnt ihr sehen, sogar der Blinker ist auch kaputt. Er hat die Polizei natürlich angerufen, hat sich das Kennzeichen aus der Dashcam rausgeholt und juhu! Hier übrigens noch der Tipp, vorsichtshalber solltet ihr bei solchen Sachen, die ziemlich eindeutig sind und wo der Gegner ja auch einen Schaden am Auto hat, solltet ihr euch einfach nur das Kennzeichen aus der Kamera raussuchen und mit dem Kennzeichen zur Polizei gehen und sagen, habe ich mir gemerkt. Wenn ihr mit dieser Kamera hingeht und sagt, ich habe das auf Video, ne, dann könnte es sein, dass ihr gleichzeitig wieder einen auf den Deckel kriegt und ein eigenes Verfahren an den Hals kriegt, wegen Videoüberwachung oder sowas. Das ist halt hier alles noch nicht so richtig geregelt. Die einen Polizisten sagen, och, die nächsten sagen, ach. Ne, die freuen sich zwar, dass sie das Videomaterial kriegen, aber wenn es dann der Anwalt von der Gegenseite sieht oder so und sagt, och, der hat das gefilmt, das darf der doch gar nicht. Husch, kriegst du auch einen auf den Deckel. Kostet zwar in Anführungszeichen, glaube ich, nur 200 Euro oder so, aber
Lieber nicht, ne? Dann versucht's lieber erstmal nur mit dem Kennzeichen. Weil das Auto werden die aufspüren, wenn das Kennzeichen nicht gerade geklaut ist, ne? Und dann, ja, ist so. Willkommen in Deutschland, liebe Leute. Und wo ich einmal davon rede, nein, Dashcams sind nicht verboten. Ja, du darfst die benutzen, aber nur, um für dich selber privat Videoaufnahmen zu machen. Wenn du sie im Internet hochlädst, nein, nicht gut. Wenn du sie zur Polizei bringst, nein, nicht gut. Es ist halt so, es ist total blöd. Aber was habe ich eben gesagt? Warte mal, willkommen in Deutschland. Jesus! Was, echt? Das war Jesus? Geil. Ahnst nichts Böses und plötzlich kommt dir so eine Tretupe entgegengelaufen. Ich weiß gar nicht, warum der hier draußen alleine rumläuft. Ich meine, Gassi gehen musst du mit den Dingern ja nicht. Die hältst du güst aus dem Fenster und bringst sie aus. Fertig. Bendinator erzählt wunderbar selber, was hier passiert. Wer geht hier jetzt eigentlich mit wem, Gassi? Der Hund doch mit dem Kind, oder? Okay. Da ist jetzt gerade ein Hund, ich muss da mal gucken, weil der ist gerade eine Leine, den hat das Kind, hat den verloren. Nicht, dass das, der mir jetzt ins Auto läuft. Warte mal. Vorsicht. Der läuft jetzt gerade über die Straße. Nee, nicht huben. Nein. Der Autofahrer vor mir hat ihn jetzt eingesammelt. Das ist schon okay. Das ist die Verkehrslage ist etwas unübersichtlich. Alles gut. Hat alles geklappt. Och, da sind welche ausgebüxt und auf Achse. Junge. Also so eine 600 Kilo Kuh. Die soll mir auch nicht gerade vor den Kühler springen. Meine Herren. Alter, wie kann man so gestört durch eine Ortschaft rasen? Achso, kommt jetzt erst. An dieser Stelle haben die beiden hinter der Kamera irgendwas Ausländisches gesprochen. Ich kann es nicht verstehen, deswegen lösche ich es mal weg. Vielleicht war das ja auch zu gefährlich. Vielen Dank, Horsepower, für diese elendige Arbeit, die Videos zu verpixeln. Danke. Und wenn ihr eben was Gutes tun wollt, einen PayPal-Me-Link habe ich in der Beschreibung. Da könnt ihr eben Euro zustecken. Das wäre schön. Danke, bitte. Also in dieser Folge die ganzen Bratzen? Mann. Meine Güte. Genau. Seine Hebebühne hat er vergessen zuzumachen. Alter Schwede, wenn du da mit dem Auto auffährst, weil es nicht siehst, ich glaube, es köpft dich, oder? Dem muss noch einer beibringen, dass die gelben Striche zählen und nicht die weißen. Ich fand's mutig, wie lange Arnon mit dem Hupen gewartet hat. Auf der A5 Frankfurt-Karlsruhe zwischen Heppenheim und Kreuzbeine. Na, wer kennt's auch? Voll im Tran, guckst auf die Ampel, oh, ist grün. Dass es die Fahrradfahrerampel war, das merkst du nicht. Zwischen 3 Kockenheim und Kreuzwaldorf, 4 Kilometer in der rechten Spur. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Wendling und auf der Linksabbiegerspur warten immer noch die Autos, damit sie links abbiegen können. Das tun sie denn endlich. Und alle ziehen sie noch durch. Und der Audi, ja, der hat anscheinend ein bisschen gepennt und denkt sich, oh, ist grün, wir können ja los. Upsi. Also wir fahren ja schon schnell, ne? Aber wie ist es auf deutschen Autobahnen? Es gibt immer welche, die schneller sind. Aber genau dafür haben wir hier das Rechtsfahrgebot. Das ist eine tolle Erfindung. Alle fahren möglichst weit rechts, dann können die Schnellen ganz links dran vorbei. Tja, dass andere sich aber nicht sofort in Luft auflösen können, wenn er angeblasen kommt, das hat er noch nicht verstanden. Oh, da passiert was, beziehungsweise da ist ja schon was passiert. Marco geht auch hin und als er auf halbem Wege da ist, da erfährt er, alles gut. Die sind von selbst ausgestiegen und stehen da jetzt bedröppelt neben ihrem auf dem Dach liegenden Auto. Es ist also keinem was passiert.
Grüße gehen raus an Sascha. Alter Finne, ey. Boah. Ihh, was für eine hässliche Kartoffelqualität. So sehen 360p aus, liebe Leute. Ich möchte 1080p, wenn ihr mir was schickt. Ich kann da echt nicht angreifen. Du bist oder was? Gegenverkehr, wo keiner sein dürfte. Okay, jetzt bin ich bedient. Genug Dashcam-Videos für heute. Dies ist die zweite Version dieses Videos, denn die erste Version wurde gesperrt. Ja, nach der Überprüfung wird Ihr Inhalt in Übereinstimmung mit dem deutschen Gesetz über terroristische oder verfassungswidrige Inhalte nicht auf der deutschen YouTube-Länderseite sichtbar sein. YouTube schränkt Inhalte ein, wenn dies zur Einhaltung lokaler Gesetze erforderlich ist. Verstehst du auch nicht, ne? Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, was in dem Video anders gewesen sein soll als sonst. Das Einzige ist, dass sich da zwei ausländische Mitbürger unterhalten haben. Und da wurden auch so Worte genannt, die habe ich einfach nur wiedergegeben. Ob das jetzt schon wieder jemandem zu viel war, denn das ist ja wahrscheinlich nur passiert, weil irgendeiner das Video gemeldet hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da ein Link drin, wenn man da draufklickt, dann landet man hier bei diesem Was ist das Netz-DG? Ja, und dann auf jeden Fall Straftatbestände und deutsches Strafrecht. So, sexuelle Inhalte, Gewaltinhalte, Hassrede oder politisch-extremistische Inhalte, schädliche oder gefährliche Inhalte, terroristische oder verfassungsfeindliche Inhalte, Verleumdung oder Beleidigung, Privatsphäre. So, das ist alles, was ich weiß. Ich habe keinen expliziten Grund, keine Videoposition. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich entschärfe das Video jetzt nochmal hier und da, lade es wieder hoch und gucke, was passiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mir hat es keiner mitgeteilt. Die Mimimose, die mich gemeldet hat, ja, anscheinend auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Einspruch kann ich dagegen einlegen. Ich brauche aber eine Begründung. Aber ich weiß ja gar nicht, was soll ich denn begründen? Ich weiß überhaupt nicht, worauf das aufbaut. Vollkommen witzlos. Für mich ist das astreine Zensur. Aber was weiß ich schon.